Spotlight wird präsentiert von Allianz Cinema, das beliebte Open-Air-Kino am Zürichsee. Vom 14. Juli bis am 14. August am Zürichhorn. Jetzt Tickets sichern unter allianzcinema.ch. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Spotlight. Wir lassen heute die beiden Feste miteinander verschmelzen, die bekanntermaßen am meisten Leute nach Zürich locken. Street Parade am Zürichfest. Ja, und wenn das mal nicht nach einer bald Ladung Good Vibes tönt. Irgendwo in Zürich, zwei Wochen vor dem Zürichfest. Hinter unscheinbaren Mauern wird niemand Geringerem als DJ Mr. Danus zünftig der Marsch geblasen. Und das von knapp 50 Bläserinnen und Bläsern der Stadtmusik Zürich. Dieser hat sich genauso wie der erfolgreiche DJ für das diesjährige Zürichfest auf ein spannendes Experiment eingelassen. Aber worum geht's überhaupt? Wir sind hier in unserem wunderschönen Proberaum. Ich bin zwar noch nie da, es ist eine Premiere für mich. Und wir üben wirklich zusammen mit der Stadtmusik Zürich und mit meiner Musik. Also zwei Welten treffen hier aufeinander. Und es ist recht spannend, was da gerade aktuell passiert. Und ich bin mega gespannt, wirklich auch ein bisschen nervös, ob das am Schluss dann auch matcht. Niki Wüttrich, Dirigent des Blasorchesters der Stadtmusik Zürich, vervollständigt. Ja, es ist so, dass es schon fast eine kleine Tradition ist, dass Stadtmusik Zürich das Zürichfest eröffnet. Und für so ein besonderes Fest muss man natürlich sich auch etwas Besonderes ausdenken. Und nachdem die Stadtmusik einmal auf der Limit das eröffnet hat, einmal auf dem Riesenrad, und haben wir uns überlegt, was bleibt noch übrig. Und dieses Jahr ist Street Parade Jubiläum, da ist es irgendwie neu gelegen, auf einem Slavenmobil zu gehen. Und entsprechend als Blasmusik mal auf einem Laufmobil spielen. Ein wahrer Clash der Kulturen, der, nicht ganz überraschend, fleißig geprobt sein will. Wir sind uns gewöhnt, alles von Noten zu lesen und dass es A bis Z irgendwo durchgeht und dass sie vorne eben einen Dirigent haben, der schauen kann, wo ihnen die Einsätze gibt. Jetzt funktioniert es anders. Also es ist im Prinzip der Beat, der Techno-Beat, der durchgeht. Und man muss dort rhythmisch ganz präzise und genau drauf spielen. Es gibt also noch einiges zu tun. Wir verabschieden uns aus dem Proberaum und drehen an der Uhr, flattern vorbei beim Aufbau des Love Mobiles und landen pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Zürichfests. Wir sehen eine fröhliche Stadträtin und treffen auf einen überraschend angespannten Mr. Danus. Wir haben die jede Übungssession gehabt. Ich habe Ihnen elektronische Elemente mit auf den Weg. Sie haben das auch ein bisschen eingeübt. Ich habe meinen Teil eingeübt und heute haben wir das versucht, beide Welten ein bisschen an dir zu vermischen. Und ja, es hat passt, es ist geil, ich bin froh. Das ist etwas ganz Neues für mich und natürlich auch für die Stadtmusik Zürich selber und ich glaube auch weltweit. Das lässt noch gar nicht geben, DJ und Orchester zusammen. Aber ich glaube, wir haben es gerade gut gemeistert und ich zittere nicht mehr ganz so fest, ein bisschen noch. Kein Grund zur Sorge, das Experiment kommt allem Anschein nach gut an. Ich habe da in meiner Sonnenbrille links und rechts ein bisschen übergeschielt und so, aber jung und alt hat mitgemacht wie der Street Parade. Und es ist natürlich schön zum Zuschauen, dass man dann ihre Emotionen weckt mit auch klassischer Musik und elektronischer. Frau Mauch, was bedeutet das für Sie, wenn ein Stückchen Stadt mal auf so einem Laufmobil steht? Das war jetzt sehr eindrücklich gewesen. Und ich habe gehört, sie hätten also recht müssen üben, das sei also gar nicht so trivial gewesen, mit diesen Blasinstrumenten dann wirklich den Techno-Groove herzubringen. Aber sie haben es super gemacht. Ja, manchmal hat man sie gerne ein bisschen ruhiger. Voll okay, auch dafür haben wir etwas Passendes im Angebot. Essen mit allen Sinnen. VBZ Genusslinie. Vom Juli bis am August gibt es Nuevo Latino, Sushi, Apero und 1. August-Tram. Köstliche Spezialitäten und tolle Aussichten im Oldtimer. Genusslinie.ch. Allianz Cinema. Grosses Kino im Freien. Das beliebte Open-Air-Kino am Zürichsee zeigt auch diesen Sommer Film-Highlights unter dem Sternenhimmel. Vom 14. Juli bis am 14. August am Zürichhorn. Jetzt Tickets sichern unter allianzcinema.ch. Feierabend für unsere heutigen Protagonisten. Nach dem Schlummertrunk geht's via Taxi nach Hause.
I need to find my own. Spotlight sucht ein neues Gesicht. Fashion, Konzerte, Reisen, Partys, gutes Essen und glamouröse Events sind deine Leidenschaft? Dann bewerbe dich jetzt als neuen Spotlight-Moderator oder neue Spotlight-Moderatorin. Alle Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du auf unserer Facebook-Seite facebook.com/spotlight.vision.tv. Also mitmachen und Traumjob gewinnen. Viel Glück! Das war bereits wieder von Spotlight für heute. Wir sehen uns am nächsten Samstag. Spotlight immer um 7:45 auf Tele Zürich. Ciao zusammen. Spotlight ist präsentiert worden von Allianz Cinema, das beliebte Open-Air-Kino am Zürichsee. Vom 14. Juli bis am 14. August am Zürichhorn. Jetzt Tickets sichern unter allianzcinema.ch.